Khalifa. Peter a mangi général na ya bunda kulune ya kama na mamu bime fota ngo ba mike te général kama yoana. Puis vous avez tout fait, vous avez fait un peu de boulot, tout préparé, tout le monde a fait ma chèque, puis ça, vous avez fait un peu de boulot, tout le monde a fait un peu de boulot, tout le monde a Khalifa ist der unumstrittene Herrscher im Viertel Kitambo, der Kopf einer der mächtigsten Gangs der Stadt. Jeden Morgen zelebrieren die Kulunas ihr Suchtritual. Die Sucht nach Bombay hat verheerende Folgen. Vor 3 Jahren tauchte die Droge in Kinshasa auf. Eine Mischung aus rausgekratzten Ablagerungen von Autokatalysatoren, Make-up und Schmerzmitteln. Zuständig für das Geschäft in der Gang sind die Frauen. Brutal enthemmt von der Droge versetzen die Kulunas die Bürger Kinshasas in Angst und Schrecken. Und Raubüberfälle sind nicht das Einzige. Einen Großteil ihrer Zeit investieren die Gangs in die Bandenkriege der kongolesischen Hauptstadt. Jedes Viertel hat seine Gang, eine Bande, die einen Teil des Territoriums zu verteidigen hat. Oh, Basina Bissot, il y a des gens qui sont là pour que Basina Bissot soit là pour Die täglichen Zusammenstöße in Kinshasa, hier gefilmt von Anwohnern, sind äußerst brutal. Seit 20 Jahren wüten die Gangs in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, einem wuchernden Moloch von Stadt. Schuld an ihrem Aufkommen sind vor allem der Kollaps der Wirtschaft, Anfang der 2000er Jahre und der Bürgerkrieg. Noch nie war es auf den Straßen der Stadt so gefährlich wie heute. Doch seit 2020 will ein neues Programm, der Nationale Dienst, dem Ganzen ein Ende setzen. Immer mehr Bandenmitglieder werden verhaftet. Sie werden dann in die Provinz Katanga ausgeflogen. Der Kopf hinter diesen Maßnahmen ist General Kasongo. Nach der Verhaftung kommen sie ohne jede weitere legale juristische Untersuchung in das Umerziehungscamp Kanyama Kasese. Jede neue Überstellung von Delinquenten nutzt General Kasongo als Pressetermin und beglückwünscht sich für die Effizienz seines Programms. Quel est le sentiment qui vous anime depuis que vous avez commencé à amener les Kulunas à Kanyama? Si on arrive aujourd'hui à la 8e vague, c'est que nous nous rendons compte qu'avec les 7e vagues que nous avons pu acheminer à Kanyama Kasese, il y a satisfaction. Les choses se passent convenablement telles que nous l'avions planifié. Et donc, c'est clair que ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction. Dieses Mal drängen sich 350 junge Männer in einer Chartermaschine der Regierung. Ich
Über 2000 mutmaßliche Kriminelle wurden in den letzten beiden Jahren deportiert. Auf dem Polizeirevier von Canggu ist Oberst Bienvenu für die Beladung der Flugzeuge von General Kasongo zuständig. Schon über 500 Kulunas hat er verhaftet und ins Militärcamp verfrachtet. Der Kampf gegen die Gangs ist sein Spezialgebiet. Ce sont les jeunes gens de l'écurie Chopicho. Ils se battent à tout moment. Pendant la journée, vous pouvez avoir deux, trois affrontements par jour. Vous avez des machettes. Allez, bonjour, ça va, on a caché pour Sanaboué. Fungola caché. Bon, on y a ce laboué, Liboso. C'est bon. Alors, jusque-là, c'est bon. C'est bon. Ils sont à 18 là. Voilà, il y a, nous avons un fichier criminel. Vous voyez tout ça, c'est le travail, le fruit du travail qu'on a fait. Lorsque c'est-à-dire qu'on les a arrêtés. Sein größter Stolz ist seine Pinnwand voller Jagdtrophäen. Doch auch die Pinnwand mit den Flüchtigen hängt noch einigermaßen voll. Ici, c'est toujours notre fichier. Ici, je vais vous présenter Démon. Avec les Bogards, il a fui à Kayabakassi, il est revenu. Il a fui le service national, il est là. On est à sa recherche. Donc là, c'est une cible importante pour vous, lui. Très important pour vous. Il est vraiment très important. On doit le récupérer. Die Gangs von Kinshasa wachsen weiter schnell, schon wegen der unkontrollierbaren Ausbreitung der Hauptstadt. Dutzende Gangs streiten heute um die Stadt mit ihren 17 Millionen Einwohnern. Kein Viertel der Hauptstadt bleibt verschont. In Kitambo trifft Khalifa seine Kumpane. Die ganze Nacht streiften sie durch das Viertel auf der Suche nach potenzieller Beute. Die Nacht war lang für einige und der Absturz ist hart. Die Wirkung von Bombay verfliegt, die Ausbeute ist mager, doch für neue Drogen, hofft Khalifa, wird das Geld wohl reichen. Sechsmal wurde Khalifa schon verhaftet, war aber noch nie im Gefängnis. Dank der im Kongo weit verbreiteten Korruption entkommt er immer wieder der Justiz. Dutzende Kulunas sterben jeden Monat in den Machetenschlachten rivalisierender Gangs. Der Viertelboss von Kitambo besucht einen trauernden Familienvater. Vor einigen Wochen hat Jean-Baptiste Ngoy seinen 19-jährigen Sohn verloren. Er war einer von Khalifas Gang. Im Elend der Slums von Kinshasa sind die Eltern hilflos angesichts der zunehmenden Macht der Gangs. Bon, biso to yebi te, biso to yebi,
Auf dem Polizeirevier von Canggu plant Oberst Bienvenu eine Razzia in großem Stil. Bald geht wieder ein Flug ins Camp Kanyama Kasese. Là nous sortons pour une opération au niveau de du quartier 3 Massina. Il y a un groupe de Kuluna qui est en train de déranger la population là-bas. Et nous pensons que nous pourrons les rattraper. Im Viertel Massina 3 leben 5000 Menschen dicht gedrängt, unter schlimmen Bedingungen, ohne fließend Wasser und Strom. Die Jungen haben keine Arbeit. Regelmäßig wirft man der Polizei von Kinshasa nicht nur Korruption vor, sondern auch brutale Übergriffe. An vorderster Front bei der Jagd auf die Kriminellen sind Oberst Bienvenus Männer in Zivil. Doch zuweilen kommt der Feind auch von innen. Le policier en question serait un frère ou ami d'un des éléments qui dérange. D'accord, donc il pourrait prévenir. Il peut le prévenir. Nous aussi, on prévient qu'il ne puisse pas être en contact avec les gens. Oui. Il doit être surveillé. Oui. Allez, Bino, on va avancer pour nous. Deux sections, Baloukaou. Keine Straße führt ins Zentrum des Viertels Massina 3. Die Enklave ist der ideale Ort für die Kulunas. Mehrere Gangs streiten sich um das Gebiet. Kotoyo basala ekiri na bango babenga bango barabi. Kuna na ngambu basala ekiri ba américain. Awa bashopisho. Bashopisho. Kuna balso ba lolo ba ba américain ba lopilo ba lingite ba twa koto ba leka ngambo wana te ba twa ngambo wana ba leka koto te ba komiti na niveau atoza kuluna te tali ba ngote soko zaka koto ba monyo kuna amena se ba beti ba zokisi ya kuna pe koto te eloko o ve mezo pesa biso passe mon konsi. An die 100 Polizisten in Zivil verteilen sich in den Gässchen. Ein paar Bewohner, die die Gewaltausbrüche nicht mehr ertragen, verrieten ihnen die Verstecke der Gangbosse. Amerika.
Vous les cherchez? Oui, ils sont recherchés, vraiment activement recherchés. Tamboula. Ah, papa, moi, c'est l'autre. Vier Stunden lang verhaften die Polizisten einen nach dem anderen. Ce sont des preuves. Ils prennent des bombes avec des gilets tels que vous voyez ici. Avancez. Vous êtes des poulains. Oui. Toza na posa papa. Toza na posa suisi ati eya awa na kibunda. Donc na kibunda awa. Bano ba bazali awa. Bana ba la direction wana ya munene. Baza bana kuna ya ngamu. Na bana koto ya ngamu ya kibunda. Sawa, merci na yo kibunda. Bana koto bazate. Bana koto na seba ko uta kuna na seba kulumba. Bonjour. Toza na posa papa. Toza na la tete. Kenge bo kande ka na ndatu. Yo kande ngi bazo ko betaka. Bazo ko buka ka ba mi. Ba mi re zo buka na ka tigare mkeba ko buka biso bandaku. Toko lala wapi? Toko kide zosu wapi? Toko ya mkwetu bote ni bani. Zela mama zela. Vous voyez comment la population se lamente. Bouclage papa basan kima et faut boyer na moi. Baboya ba signaler bango de butu kimi papa na ngai. Tozo mona pati te ko mena papa. To chame jolane. Bendelo ba tsoya soka. C'est des vrais brigands. Jonas. Es sieht so aus, als hätten Oberst Bienvenus Männer den Kopf der Gang und seine Kumpane verhaftet. Là, vraiment, un joli coup de filet parce qu'on retrouve le grand meneur du quartier, il est là, le général. Il est là, on l'a retrouvé. Der Einsatz ist vorbei. Gut 40 Kulunas haben sie gefasst. Stolz werden sie an den Pranger gestellt. Ils sont là pour voir ce que nous avons fait, les résultats du travail qu'on a fait. Et même de voir leurs bourreaux. On doit les exposer comme ça, tout le monde voit. Les victimes vont sortir et venir se plaindre. Ça nous rassure un peu, mais nous savons qu'il y a encore d'autres qui sont là-bas. Nous avons dit au coroner bienvenu de continuer ce travail ici. Aus Mangel an Geld beschlagnahmen die Polizisten ein Sammeltaxi zurück zum Polizeirevier von Canggu. Diese Kulunas bleiben mehrere Wochen in den Zellen und werden dann zum Nationalen Dienst abtransportiert.
prolongons la porte. In Oberkatanga, 3 Flugstunden von Kinshasa entfernt, steht das Camp Kanyama Kasese den Kameras offen. Für eine Vorführung, ganz nach General Kasongos Geschmack. Heute haben die Deportierten ihre Uniform angelegt. General Kasongos Besuch hat einen besonderen Grund. Nach der Inspektion der Truppen präsentiert er stolz seine Überraschung des Tages. Mit im Gepäck hat er Verazon, einen der populärsten Sänger des Landes. Vor dem wohlwollenden Auge der Kameras stellt der General seinem Stargast die Arbeit der Kulunas vor. Landwirtschaft, Tischlerei, Bau. Ein Jahr lang arbeiten die jungen Männer des Nationalen Dienstes hart für ein paar Dollar pro Monat. Der Nationale Dienst verspricht den Ex-Straffälligen ein Diplom und einen Beruf. Ein ideales Arrangement, gepriesen von General Kasongo. Vor den jungen Delinquenten gibt Verazon, der kongolesische Star, das Schlusskonzert seiner Tournee. Fast 400 Kulunas sind seit dem letzten Flug neu dazugekommen. Mit nahezu 2500 Insassen ist das Camp nun voll besetzt. Doch in Kinshasa gehen die Kämpfe zwischen den Banden weiter. Und im Viertel Kitambo schlägt die Stunde der Rache. Der Tod ihres Freundes vor einigen Wochen ist allen noch in lebhafter Erinnerung. Khalifas Gang ist bereit für eine neue Schlacht. An dieser Front droht neues Blutvergießen. Hunderte junge Männer sind letztes Jahr bei Zusammenstößen rivalisierender Gangs gestorben. Trotz der Einführung des Nationalen Dienstes waren die Gangs in Kinshasa noch nie so mächtig wie heute.